Wir zeigen im Stadtmuseum schon eine Ausstellung Demokratie aus Weimar. Und es ist eine sehr wichtige Ausstellung, die das jetzt ergänzt, der Kommunismus in seinem Zeitalter, dass man eben auch dieses Thema von verschiedenen Seiten angeht und sozusagen ein breites Spektrum hier hat. Visuell gemacht, mit vielen Bildern wird gearbeitet, kurze, knappe Informationen und noch die technische Möglichkeit, sich Hintergrundinformationen zu holen. Das spricht uns hier sehr an. Die Idee entwickelt, dass Geschichte handhabbar gemacht werden muss für Kommunen, für kommunale Bildungseinrichtungen, Schulen. Nicht jeder Bürger, nicht jede Bürgerin kann nach Berlin fahren, um sich die große Ausstellung zur Oktoberrevolution im DHM anzuschauen. Also haben wir eine Ausstellung zur Kommunismusgeschichte erarbeitet, die 2000 Mal gedruckt in solchen Kartons vorliegt und die bundesweit in praktisch jeder Art von Einrichtung gezeigt werden kann. Egal, ob das eine Schule ist, eine Stadtbibliothek, ein Rathaus oder ein Finanzamt. Es war mindestens ein Versuch, jetzt über Bilder, über kleine Texte, über Ausblicke, die Verzweigungen, irgendwie diesen Gesamtkomplex mal in den Blick zu nehmen. Das war eigentlich das Ziel. Warum soll man sich noch damit beschäftigen? Das ist natürlich historisch nicht erledigt. Ja. Das heißt, man muss sich schon auch fragen, was ist dort eigentlich passiert? Ja. Wie aus relativ plausiblen und unter vielen Gesichtspunkten gar nicht erstmal zu hinterfragenden Motiven heraus solche schrecklichen Despotien entstanden ist. Das ist eine Menschheitserfahrung. Diese Ausstellung kann die Grundlinien der Kommunismusgeschichte im 20. Jahrhundert erzählen. In globalgeschichtlicher Perspektive mit einem ganz breiten inhaltlichen Ansatz. Und sie kann und soll natürlich zum Nachdenken, zum Weiterlesen, zum Diskutieren einladen. Sehr interessant gemacht, sind halt verschiedene Aspekte rausgegriffen und gleichzeitig sind ja auch sehr aktuelle Fragen an dieses Thema gestellt worden. Ich glaube, dass man Eindrücke bekommen kann, dass sie gerade für die politische Bildungsarbeit durchaus geeignet ist. Ich glaube, es ist absolut wichtig, dass es eben zugänglich ist, ne? Dass es nicht an einem Ort feststeht und man muss da hinkommen. Ich wünsche mir, dass diese Ausstellung tatsächlich in ihren 2000 Exemplaren bundesweit gezeigt wird, dass sie möglichst viele Schülerinnen und Schüler erreicht, möglichst viele historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger und dass sie vor Ort bei den Besucherinnen und Besuchern Debatten auslöst, auch zum Selbstverständigungsprozess über Geschichte beiträgt.